Stimmt es eigentlich, dass Links fürs Google-Ranking gar nichts mehr bringen? Das klären wir in diesem Video. Hi, mein Name ist Felix Beilharz, ich bin der Online-Experte und ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass SEOs oder dass Leute aus der SEO-Branche sagen, Links bringen fürs Ranking bei Google sowieso nichts mehr. Man braucht heute keine Links mehr. Die Frage ist, stimmt das eigentlich? Dazu ganz kurz zur Theorie oder zum Hintergrund. Links waren damals bei Google das erste richtig große, wichtige neue Ranking-Kriterium. Ja, die Maschinen davor, wie Yahoo, AltaVista und so weiter, haben nur On-Page betrachtet. Google waren die ersten, die die Idee hatten, einfach die Verlinkung mit einzubeziehen, um zu sagen, okay, ein Link ist eine Empfehlung und wenn ich oft verlinkt werde, heißt es ja irgendwas. Heißt, ich bin irgendwie gut oder bin irgendwie relevant und muss deswegen auch besser ranken. Das war Googles Grundidee. Darauf hat Google dann den PageRank aufgebaut, also einen Wert, einen Algorithmus, der diese Verlinkung eben in eine Kennzahl gießt und also einfach leicht anzeigen lässt, wie gut eigentlich so eine Seite verlinkt ist, wie stark sie eigentlich ist. Also Links waren für Google so das wichtigste zentrale Ranking-Kriterium. Das haben Webmaster-SEOs ziemlich schnell gemerkt und dann ging es plötzlich mit dem Linkkauf los. Das heißt einfach, Links wurde Handelsgut, es wurde massenweise Links verkauft und gehandelt, sodass eben dieses Link-Kriterium, naja, nicht mehr so wirklich aussagekräftig war und vor allem der PageRank war dann schwierig auszuwerten, weil je höher der PageRank, desto teurer wurden die Links einfach. Das heißt, der PageRank war wirklich naja, ein Preiskriterium für den Link. Google musste dagegen vorgehen und hat nach und nach im Algorithmus den PageRank ja, abgewichtet und eben nicht mehr so stark einbezogen, sodass eben der Linkkauf ein bisschen erschwert wurde. Mittlerweile ist der PageRank nicht mehr zu sehen. Der ist zwar, den gibt es nach wie vor, der ist intern immer noch ein Ranking-Faktor für Google, aber er wird nicht mehr angezeigt. Das heißt, PageRank für uns völlig egal, den können wir vergessen, weil der ist eh nicht mehr aktuell, der wird also nicht mehr angezeigt. Links braucht man aber nach wie vor. Es gibt auch von Google-Mitarbeitern neuere Aussagen aus 2016. Zum Beispiel der Gary Ilias hat gesagt, Ranking ohne Links ist echt urschwer. Also eine sehr, sehr klare Aussage, man braucht faktisch Links, um zu ranken. Es gibt eine andere Aussage von Google-Mitarbeiter, der hat gesagt, er wurde in dem Webmaster-Chat mal gefragt, ob er mal sagen kann, was denn die wichtigsten Ranking-Faktoren sind. Da hat er gesagt, naja, die beiden wichtigsten sind auf jeden Fall Content und Links. Ja, also ohne Links ist es schwierig. Das geht zwar, du kannst ohne Links ranken, gerade in so engen Themenbereichen oder mit einer guten Webseite, die einfach alles richtig macht, aber es ist schwierig. Ja, mit Links ist es einfacher, ein paar starke Links können durchaus helfen. Heißt aber, seit dem Penguin-Update braucht ihr vor allem richtig gute Links. Das heißt, Links, die echte Empfehlungen darstellen. Die gibt es eben in der Regel nur mit gutem Content. Ja. Matt Katz hat mal gesagt, also ist auch so ein Google-Mitarbeiter gewesen, der hat mal gesagt, guck nicht, dass deine Links natürlich aussehen, sondern schaffe natürliche Links. Ja, also Links durch irgendwelche Verzeichnisse und so weiter, alles Blödsinn. Guckt, dass ihr Links habt, die wirklich echte Empfehlungen für euch darstellen, dann bringen die auch was. Also, dieser Mythos, Links bringen nichts mehr, man braucht keine Links mehr, ist Quatsch. Du brauchst Links nicht in jedem Bereich zwingend, aber du kommst schneller und leichter nach oben und in manchen Bereichen sogar nur nach oben, wenn du entsprechend gute Links hast. Das war das heutige Stimmt es das Video. Dazu machen wir jede Woche eins. Wenn ihr dazu mehr sehen, hören, lesen, wie auch immer anschauen wollt, guckt einmal in der Woche rein. Mit dem Abo-Button habt ihr immer das neueste Video im Kanal. Bis zur nächsten Woche, macht's gut, ciao.